CD Projekt Red. Tutorials und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 2 Assassins of Kings oder auf Deutsch der Hexer 2 Assassinen der Könige, entwickelt und publiziert von CD Projekt Red im Jahre 2011. Wir spielen die Enhanced Edition, die im Jahre 2012 veröffentlicht wurde. Eingeöffnetes Tutorial-Dialog pausiert das Spiel, damit er in Ruhe gelesen werden kann. Auch außerhalb von Tutorials finden sich Hinweise. Startest du eine neue Quest, sagt dir der Text unter der Minikarte rechts auf dem Bildschirm, was du tun musst. Okay, Tab, sieh dir die Tutorials auf dem Bildschirm genau an, du kannst sie jederzeit schließen und wieder aufrufen. Die Tutorial-Dialoge enthalten nützliche Instruktionen und zeigen, welche Tasten es zu drücken gilt.
Kamera und Steuerung, nun gut. Der Standard. Das Boot war undicht, meine Stiefel sind nass. Noch ein Sumpfloch. Und wir stecken mal wieder in der Haut von Geralt. Ich freue mich sehr. Und eines kann man schon von Anfang an sagen, grafisch macht das einiges her. Ich meine, das Spiel hat jetzt schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel, ohne Frage. Aber trotzdem macht es grafisch doch einiges her. Wir spielen hier mit den maximalen Einstellungen. Das wird sich auch bei der Bildrate etwas zeigen, denn die fluktuiert hier die ganze Zeit hin und her. Also auch ohne Aufnahme hänge ich hier immer zwischen 40 und 70 Bildern rum. Aber die Aufnahme drückt dann eben nochmal auf den Rechner und deswegen fluktuiert die Bildrate immer etwas hin und her. Aber ich versuche mal, das Ganze in dieser Aufnahme mit diesen Grafikeinstellungen zu lassen. Und falls die Bildrate zu schlecht sein wird, dann kann ich ja nochmal die Einstellungen etwas nach unten regulieren. Beute aufnehmen. Wenn du neben einem Behältnis mit Beute stehst, öffne die Gegenstandsliste. Dann kannst du auswählen, was du mitnehmen willst. Ich habe jetzt nochmal das Tutorial hier gestartet. Wir konnten übrigens auch den Speicherstand aus Witcher 1 direkt importieren. Das heißt, unsere Entscheidungen aus dem ersten Witcher-Teil werden hier nochmal aufgegriffen, nehme ich an, beziehungsweise gewisse, ja, Dinge, die wir in Witcher 1 gemacht haben, gewisse Entscheidungen, die wir getroffen haben, die ja auch ihre Konsequenzen hatten, werden hier wahrscheinlich nochmal in Witcher 2 aufgegriffen werden. Wir werden sehen und legen direkt los. Körper untersuchen. Gut, er hat eine Ankündigung dabei, Stiefel des Knappen und 50 Ohrens, die Währung, die örtliche Währung hier. Okay, Inventar. So. Und zwar mit I öffnen wir das Ganze. Das Inventar sieht doch nochmal etwas anders aus als noch aus Witcher 1. Stiefel des Knappen haben wir. Die können wir auch einmal ausrüsten. Ankündigung und ein Rezept haben wir. Und das hier sind unsere durchweichten Stiefel, die wir eben ausgetauscht haben. Wir haben auch noch eine Rüstung, Lederjacke und ein Stahlschwert und ein Silberschwert und fesche Hosen haben wir auch noch mit dabei. Sehr adrett, wie immer. So kennt man Geralt. Die Ankündigung. Turnier in der großen Arena. Krieger aller Lande, Ritter, Gladiatoren, Soldaten und Waffenweibsvolk. Die große Arena, berühmt im ganzen Norden als Ort der ultimativen Herausforderung, öffnet euch die Tore, zeigt euren Mut und eure Fähigkeiten, erringt den Ruhm und das Gold, das wahren Helden gebührt. Wer als würdig erachtet wird, am Turnier teilzunehmen, enthält eine Einladung in die große Arena und die Chance auf ewigen Ruhm. Das hört sich ja nicht schlecht an. Tagebuch aktualisiert, genau das können wir mit J öffnen. Nun gut. Ich mache einfach mal weiter. Also das Tutorial hier hatte ich auch schon einmal angespielt, um eben die Grafikeinstellungen zu testen. Wie gesagt, hier macht die Grafik doch schon einiges her, muss man sagen. Bewege dich auf das Ziel einer Quest zu. Wir können ja auch einfach mal das Journal öffnen. Also prinzipiell spielen wir das Ganze natürlich wie The Witcher 1. Designtechnisch sieht das hier nur etwas anders aus. Natürlich grafisch etwas aufgewertet. Schritt für Schritt. Man fragt mich nach Geralts Taten in der Arena, doch entsinne ich mich eines anderen Abenteuers, wenn auch eines kurzen, das sich ereignete, noch eher der Hexer die Stadt erreichte und ewigen Ruhm errang. Es begann mit einem leckgeschlagenen Boot, nassen Stiefeln und Verdrossenheit. Was für ein trostloser Ort, ein düsterer Wald, ein einsamer, schlammiger Pfad und schreckliche Geräusche von Leichenfressern beim Schmausen. Mittellose Bauern versammelten die Türen ihrer Karten und es war nur eine einzige Stimme zu hören und zwar die eines sterbenden Mannes. Okay. Wir bewegen uns auf unsere Quest zu. Interaktion mit Charakteren. Gut, das bekommen wir, glaube ich, noch hin. Hier ist übrigens eine Tür. Wir wollen keinen Ärger. Fort mit dir. Verschwinde. Okay. Ehe sie die Monster anlockt. Ist ja gut. Lass uns in Ruhe. Die sind etwas gereizt. Wer bist du? Ich tu dir nichts. Lässt du mich deine Wunden ansehen? Komisch. Siehst nicht wie ein Wanderpriester aus. Oh, verflucht. Das Reden schmerzt.
Mich hält wohl nur noch die Rüstung zusammen. Ich suche Hilfe. Vergebens, fürchte ich. In dieser Gegend öffnet man keinem Fremden die Tür. Es wäre gut, wenn du meinen Knappen fändest. Wird ihm ganzes Fell gerben dafür, dass er vor den Leichenfressern weggelaufen ist. Betrachte es als meinen letzten Wunsch. Ich habe seine Leiche am Fluss gefunden. Ja, schön, nicht wahr? Hör mal, ich brauche dir einen Regenerationstrank. Du bist kein Hexer, er könnte dich also umbringen. Aber wenn ich nicht irre, hältst du dich ohnehin schon für tot. Es besteht eine gewisse Chance, dass dein Körper mit den Giften zurechtkommt und dann ausheilt. Eher vergehe ich in diesem Loch, als mich zum Mutanten machen zu lassen. Das hat mit Mutation nichts zu tun. Bleib ruhig und lieg still. Ich muss ein paar Kräuter suchen. Na schön, Quests verfolgen, also die Missionen. Ein neuer Questabschnitt hat begonnen, dein Ziel ist auf der Minikarte oben rechts auf dem Bildschirm markiert. Die gelbe Markierung führt dich zum Ziel der Quest, die du verfolgst. Schöne Pfeile übrigens. Begib dich zu dem Ort, der auf der Minikarte markiert ist. Und zwar müssen wir uns in diese Richtung hier begeben. Und wir haben auch in unserem Inventar... Moment, kann ich... Achso, ich muss wieder das Journal schließen anscheinend. Jetzt? Okay. Das Inventar, das sieht doch nochmal etwas anders aus als noch in The Witcher 1. Hier haben wir gerade alle ausgewählt. Okay. Ach, das hier. Stiefel des Knappen. Rezepte. Also hier können wir zumindest die ganzen Gegenstände noch sortieren lassen. Und wir haben ja hier ein Rezept. Heiltrank. Alchemistisches Rezept, Questgegenstand. Na schön, aber wir verfolgen jetzt erstmal die Mission. Ich weiß, wir gehen gerade noch etwas langsam voran, aber es ist eben der Anfang des Spiels. Hexermedaillon, das wir mit Y aktivieren können. Verwendet das Medaillon, um Behältnisse, Kräuter, Monster, Orte der Macht sowie Gefahren in der Nähe zu identifizieren. Also eine neue Fähigkeit. Sehr interessant. Damit werden die Pflanzen gekennzeichnet. Einmal einsammeln. Zaunrübe. Aufgehoben. Sehr schön. Und sehr komfortabel. Ohne Frage. Man kann ja auch nochmal anmerken, dass The Witcher 1 nur auf dem PC erschienen ist. Und The Witcher 2 erstmals dann auch für die Konsole. Daher haben sie wahrscheinlich auch die Oberfläche etwas abgeändert. Okay, die Leiche hatten wir ja schon untersucht. Und ich glaube hier drüben... Moment, ich aktiviere nochmal unser Medaillon. Ach, da hinten. Entschuldigung. Alchemie und Tränkebomben oder Klingenöle herzustellen, benötigst du das entsprechende Rezept und die Zutaten, die darin genannten Substanzen enthalten. Du kannst nur Mixturen herstellen, wenn du meditierst. Sehr schön, das heißt, wir müssen einmal dieses Menü hier aufrufen. Wir müssen anscheinend nicht mehr Lagerfeuer aufsuchen, wenn ich das richtig verstehe. Hexer Silberschwert. Ach, können wir hier direkt die Waffe auch wechseln? Genau, hier haben wir auch Art, Irden, Igni, Quen und Axi. Die ganzen, ja, Zauberfertigkeiten, die wir auch in, ja, die wir in The Witcher 1 erlangt haben. Meditation. Alchemie. Übrigens, ich weiß nicht wieso, aber die Framerate, die läuft hier besonders schlecht. Man sieht es an meiner Maus. Ich weiß nicht wieso, gerade hier. Alchemie, genau. Okay, hier Tränke, Zeit abwarten, Charakter. Wir gehen hier auf die Alchemie. Und wir können hier die Rezepte wahrscheinlich auswählen. Wir haben gerade nur eines, und zwar den Heiltrank. Ich erkläre das hier noch mal ein bisschen, aber ich denke, es dürfte selbstverständlich sein, was wir hier eigentlich machen. Aber wie gesagt, die erste Episode, Gegenstand herstellen. Ja, das passt eigentlich, dann können wir hier wieder raus. Sehr schön, Schritt für Schritt. Gib dem Dritter den Trank, das machen wir so gleich. Na, mein Guter. Schluck diesen Trank. Versuch nicht zu reiern. Trink ihn. Du
Du lebst noch, das lässt hoffen. Aber bis du wieder der Alte bist, wirst du dich gedulden müssen. Bleib einfach da und warte. Bist kein Mutant, da dauert es ein paar Tage, bis du dich erholt hast und wir dich hier wegbringen können. Danke, Hexer. Oh, bei Kreve. Wir hatten noch nicht die Gelegenheit. Ich bin Geralt von Riva. Bolton von Eisenfurt. Achso. Was ist hier geschehen? Aha. Gute Besserung, ich muss los. Okay, also eine völlig andere Oberfläche hier auch. Ich bin hergereist, um in der Arena mein Glück zu versuchen. Ein paar Leichenfresser haben mich überrascht, wuselten mir ums Pferd, das ging hoch und da bin ich in voller Rüstung runtergekracht. Hab mich dann mit kaputten Knochen hierher geschleppt. Jämmerliche Geschichte, aber so war's. Klingt nach einer Auftragsarbeit für mich. Wohl kaum. Würden die Leichen nicht gefressen, würden sie faulen, stinken und Pestilenz verbreiten. Verfluchter Dreck. Die Leichen aus der Arena. Die werfen sie einfach in die Klamm. Die Toten unterhalten zwar die Leute nicht, aber sie halten die Leichenfresser fern. Die gute alte Pestilenz. Was ist hier geschehen? Gute Besserung, das haben wir jetzt schon gefragt. Gute Besserung, Bolton von Eisenfurt. Und leb wohl. Du musst meine Einladung annehmen. Wenn nur die Hälfte stimmt von dem, was ich über Hexer gehört habe, müsstest du in der Arena gut klarkommen. Danke, Bolton. Ich habe zu danken. Und falls du keine Einwände hast, Geralt von Riva, würde ich jetzt gerne ein bisschen schlafen. Dann gehabt euch wohl. Du wurdest in die Arena der Stadt eingeladen. Damit kannst du am Turnier dort teilnehmen. Ich meine, anderes haben wir jetzt auch nicht vor. Und ich muss sagen, ich genieße hier wirklich etwas die Grafik. Also besonders, wenn man The Witcher 2 noch mit dem ersten Teil vergleicht. Das macht doch noch einiges her. Und können wir dieses Tor hier durchschreiten? Wir können uns hier auch nochmal Geralt etwas genauer ansehen. Anscheinend schon. Wer schleicht da durch die Nacht? Fahrt mit dir, Verfluchter, sonst hetze ich die Hunde auf dich. Hier draußen habe ich Leichenfresser, also schick deine Kläffer ruhig vorbei. Scherz, Boltwi? Das seid ihr alle. Ihr findet euch so witzig. Bis ihr in die Arena geht, dann ist Schluss mit dem Theater. Ich scherze ganz und gar nicht. Ich bin durchnässt und halb erfroren. Lass mich rein. Aha, ein Vampir. Blutsauger lasse ich nicht rein. Oh nein, ich habe hier Aal in Knoblauch. Was sagst du nun? Der Aal in Knoblauchprobe unterziehe ich mich gern. Oder der fließend Wasserprobe, der Bierprobe. Wer weiß, was du bist. Das Böse kriecht durch die Nacht und verdirbt anständige Leute. Ich warte einfach, bis morgen früh der Hahn kräht. Wenn du mit dem Sonnenaufgang nicht verschwindest, lasse ich dich rein. Ich soll hier warten? Heda! Also schön. Mal ein Plätzchen zum Ausruhen suchen. Sehr freundlich. Meditation, du kannst für eine festgelegte Dauer meditieren, anstatt zu warten. Das bekommen wir hoffentlich noch hin. Okay. So, meditieren. Charakter, Zeit abwarten. Ach ja. Okay, Morgendämmerung, Mittag, Abenddämmerung. Dann warten wir mal bis zur Morgendämmerung. Ach ja, okay. Level 1. Gehe in die Arena. Ach, das ist wirklich schön. Mit dem Sonnenaufgang. Ja, also schon idyllisch und echt, also sehr pittoresk, das muss man sagen. Wirklich malerisch, wenn man sich hier hinten mal die Berge ansieht. Hier noch der Sonnenaufgang. Aber gut. Werden wir jetzt hereingelassen. Der Hahn hat gekräht und ich bin noch da. Dass ich miefe, ist möglich. Hast du eine Einladung? Hab ich. Dann rein. Viel Glück in der Arena. Vielen Dank. Sehr entgegenkommend.
Die Arena. Kampfübungen. Willkommen beim Kampftraining. Dieser Teil des Tutorials macht dich mit den grundlegenden Kampftechniken vertraut. Du musst mehrere Aufgaben erfüllen und dann werden deine neuen Fähigkeiten getestet. Ja. Zieh dein Stahlschwert mit 1. Ja. Zielwahl. Drehe die Kamera zu dem Gegner, den du angreifen willst. Wenn du dich auf einen ausgewählten Gegner konzentrierst und ihn markierst, greift Geralt ihn an, bis er tot ist oder du ein anderes Ziel auswählst. Ach ja. Aha. Okay. Zieh auf den fetten Gegner. Ja. Zieh auf den Ritter in der Rüstung. Jan Jochem. Okay. Ja, dann fangen wir mal an. Oh, okay. Das Kampfsystem wurde anscheinend auch dezent überarbeitet. Das ging schnell. Das war etwas unerwartet. Ich muss mich natürlich mal wieder etwas an das Kampfsystem gewöhnen, aber das bekommen wir schon hin. Aua. Jacob. Okay. Gut, das ging noch. Blocken, ausweichen und kontern. Langsame Gegner landen schwere Attacken, schnelle Gegner landen leichtere. Greifen aber häufig an. Kämpfer erfordern auch ausweichen und blocken. Denk daran, dass du den Schaden, den Geralt einsteckt, nur reduzierst, wenn du blockst. Magische Attacken lassen sich nicht blocken. Man kann ihnen nur ausweichen oder sich mit Zeichen schützen. Hi. Energie. Die Energie wird vom gelben Balken oben links auf dem Bildschirm dargestellt. Blocken gegnerische Angriffe und Wirken von Zeichen senken die Energie. Ist deine Energie zu niedrig, kannst du keine Zeichen mehr wirken, aber weiterhin Angriffe blocken. Okay. Das bekommen wir schon noch hin. Den du eh gedrückt hältst. Ah, okay. Weil ich gegnerische Angriffe mit Leertaste aus. Ach so, ja. Okay. Mhm. Au. Achso, ich soll mich wegrollen. Aua. Okay. Vielleicht noch einmal nach hinten. Okay, kontern. Ein Konter erlaubt dir, einen gegnerischen Angriff mit einem Gegenangriff zu quittieren. Halte dazu die Blockentaste gedrückt und greife an, wenn das Kontersymbol deinem Gegner erscheint. Okay. Also warte mal, blocken. Ja. Blocken. Ah ja. Das Artzeichen. Jeder Einsatz eines Zeichens kostet einen Energiepunkt. Die aktuelle Anzahl von Energiepunkten siehst du in der linken oberen Ecke am gelben Balken. Hast du nicht genügend Energiepunkte, kannst du keine Zeichen wirken. Aua. Mit Q oder 5. Ja. Kritische Effekte. Neben dem Grundschaden können Geralt und seine Gegner auch kritische Effekte im Kampf bewirken. Dies sind Zusatzeffekte von Angriffen. Sie wirken für eine gewisse Dauer. Die Effekte betäuben oder niederschlagen erlauben Geralt seinen Gegner sofort zu besiegen. Allerdings sind manche Gegner immun gegen bestimmte Effekte. Die Effekte, die gerade auf Geralt wirken, siehst du im oberen Bildschirmbereich. Gut, das ist uns auch schon aus Witcher 1 bekannt. Das sah sehr nett aus. Du hast deinen Gegner betäubt. Ja, den habe ich eben getötet. Und nun... Ach Mensch, die Berge. Schnellmenü. Drücke die entsprechende Taste, um das Zeichen auszuwählen, das du einsetzen willst. Aha. Achso, kann ich? Vorsicht! Moment. Ach ja, hier können wir direkt wechseln. Kritische Effekte auf Geralt. Der Magier hat den kritischen Effekt Einäscherung auf dich gewirkt. Solange dieser wirkt, erleidest du zusätzlichen Schaden. Jeder aktive Effekt, positiv wie negativ, dauert eine bestimmte Zeit an. Die jeweilige Dauer wird oben auf dem Bildschirm angezeigt. Okay, Bluten, Blenden, Einäscherung, Einfrieren, Vergiftung, Intoxikation. Danke dafür. Niedrige Vitalität. Die Zauber der Magier haben dir schwer zugesetzt. Eine Vitalität wird vom roten Balken oben links angezeigt. Und der ist jetzt gefährlich kurz. Oh. Das Quenzeichen. Das defensive Quenzeichen absorbiert Schaden, den die Gegner austeilen. Mit der entsprechenden Fertigkeit reflektiert Quen sogar einen Teil des Schadens auf die Gegner. Darf ich wieder wechseln? Quen. Also die Fertigkeiten kennen wir ja schon aus... Aha. Okay. Aktiviere den magischen Schild, aha, indem du 8 drückst. Er schützt dich vor Angriffen.
So, das Axi-Zeichen. Mit dem Axi-Zeichen kannst du deinen Gegner vorübergehend kontrollieren. Axi. War hier unten, ja. Ach du Heilige. Okay, den haben wir. Alles funktioniert. Okay, um die gegen die Magie anzuwenden. Ne, der greift mich aber immer noch an. Moment, wenn ich jetzt... Ja, ich bin... Hilfe! Ich bin überfordert. Ja. Aber war doch richtig, dass ich das hier angewendet habe. Ja, ja, darf ich wieder? Typisch Tutorial. Klappt mal wieder überhaupt nichts. So, jetzt habe ich meine magischen Fähigkeiten aufgebraucht. Jetzt hat er sich hier nach hinten teleportiert. Ach so, unten rechts hat mir auch angezeigt, dass ich gerade attackiert werde. Ja, Axi. Ich wende schon die ganze Zeit an. Ich bin gerade dezent überfordert, wenn ich ehrlich bin. Es sieht ja schon sehr beeindruckend aus, muss man sagen. Nee, angreifen darf ich ihn auch nicht. Eben nur 9 gedrückt, hä? Ach so, ich muss... Ah, okay. Jetzt? Ja, ja. Okay. Ich weiche dem mal aus. Jetzt. Das Irdenzeichen. Das Irdenzeichen ist eine magische Bodenfalle. Gegner, die hineingeraten werden, gelähmt. Du kannst von hinten angreifen oder auch flüchten, wenn der Kampf nicht nach Plan verläuft. Okay, der hat wieder seine Kontrolle. Quinn Axi Igni Irden. So, kann ich mal ausweichen? Danke. Na, das war nicht ganz nach Plan. Ah, nicht ganz. Moment, kann ich? Ja, sehr schön. Okay. Mit dem Igni-Zeichen. Das hätten wir erledigt. Nimm alle Gegenstände aus der Truhe in der Arena. Um einen Gegenstand wie Bombenfallen oder Köder, Wurfmesser im Schnellzugriff zu platzieren, öffne das Inventar und ziehe den gewünschten Gegenstand in den Schnellzugriffsbereich in der rechten oberen Fensterecke. Aha. Okay, hier haben wir eine Kiste. Da greifen wir zu. Talgarischer Winter. Samum, ausgewogenes Stilett. Ja, nehmen wir mal mit. Okay, Inventar. Hier ist der Schnellzugriff. Dann kann ich ja einmal die erwählen, nehme ich an. So, passt das schon? Einige Bomben, Fallen und Wurfmesser. Achso, soll ich noch die restlichen Dinge platzieren? Ach, das sind Bomben, okay. Und eine Falle. Jetzt. Du kannst Bomben, Fallen, Köder oder Wurfmesser im Schnellzugriff auswählen, indem du die Taste drückst, mit der du durch den Schnellzugriff scrollst. Okay. Wirf gewählte Bomben mit R, halte R gedrückt, um genauer zu zielen. Aha. Okay. Wähle die Bombe im Schnellzugriff und verwende sie gegen deinen Feind. Moment. Ach so. Ja. Ich bin vielleicht etwas zu nah dran. Das hat gesessen. Wähle die Falle aus. Okay. Kann ich dann einfach damit... Ach, damit kann ich durchwechseln. Talgarischer Winter. Genau, platziere eine Falle mit R. Du kannst beliebig viele Fallen legen. Machen wir mal hier. So. Darf ich hier wieder raus? Gute Arbeit. Na, hier vielleicht nochmal eine. Okay. Ja. Und jetzt noch die Wurfmesser. Also wieder hier wechseln. Genau. Und...
Oh, der hat mich getroffen. Ja. Okay, um genauer zu zielen. Na, komm schon. Wie viel Leben hat er denn noch? Achso. Nee, hier, hier, hier. Ja, okay, der hält einige Messer aus. Glücklicherweise können wir hier nicht sterben im Tutorial, nehme ich mal an. Aber später... Ast rein beim Zielen. Na, komm schon. Ja, ja, oh Gott. Muss vielleicht mal die Mausempfindlichkeit ändern. Ja, den hatten wir erledigt. Charakterentwicklung. Während der ersten 6 Level kannst du nur Fertigkeiten aus dem Hexer-Ausbildungsentwicklungsschema erlernen. Erhältst du weitere Talentpunkte, kannst du sie in Fertigkeiten aus den übrigen 3 Entwicklungsschemas investieren. Magie, Alchemie und Schwertkampf. Mutagene. Mutagene modifizieren bestimmte Fertigkeiten von Geralt. Um eines zu verwenden, öffne das Charakterfenster, wähle eine Fertigkeit mit einem Mutagenplatz im Hexer-Ausbildungsentwicklungsschema und mutiere sie. Du wirst weitere Mutagene im Monsterkadavern finden. Okay. Ja, Schwertkampf, Alchemie, Magie, okay. Hexerausbildung, Beschreibung der Hexerbildung, Entwicklungsschemas. Level 8, ein Talent. Okay, ach hier. Energieregeneration, Zähigkeit, Parieren, Messerwerfen, Tapferkeit, Umlenken von Pfeilen. Energieregeneration außerhalb des Kampfes plus 25%. So. Okay. Ja, keine Talente mehr. Auf das Charakterfenster und verteile. Level aufgestiegen. Aber wir haben. Nee, wir haben keine Talente mehr. Achso, die. Wählen Merkmale. Ah ja, Schaden, Vitalität, Rüstung, Energie. Charaktermerkmale. Interessant. Okay. Und die anderen hier, die können wir ja erst später aufwerten. Abgesehen davon, dass wir keine Talente mehr haben. Alchemie, Magie. Okay. Aber wir können hier noch... Ach, die Mutagene. Um eines zu verwenden, öffne Charakterfenster, wähle eine Fertigkeit mit einem Mutagenplatz im Hexer-Ausbildungsentwicklungsschema und mutiere es. Okay. Tapferkeit. Ah, hier. Moment, Moment. Ich will mir das nochmal ansehen. Nächstes Level. Genau, das könnten wir jetzt hier machen. Tapferkeit. Kleines Mutagen für Macht. Schaden 1. Alchemistische Zutat. So, mutieren. Ja. Das wollte er von mir. Okay. Nimm alle Gegenstände. Letzte Probe. Die letzte Probe erwartet dich. Bereite dich gut vor. Du kämpfst mit 3 Gegnergruppen nacheinander. Verwende vor dem Kampf die... Gegenstände aus der Truhe in der Arena. Denk an Tränke, Klingenöl und daran, den Schnellzugriff mit gewünschten Gegenständen zu füllen. Ach du Heilige nochmal. Das kann ja was werden. Okay, wir sind ausgerüstet. Also, ja, letzte Probe. Gegenstände. Huch, achso, muss ich noch öffnen. Alle nehmen. Okay, Kampfvorbereitung. Auf den nächsten Kampf solltest du dich besonders vorbereiten. Nimm zunächst ein paar stärkere Tränke zu dir. Du findest sie in der Truhe in der Arena. Jeder Trank, den du zu dir nimmst, vergiftet deinen Organismus. Die Anzahl von Tränken, die du konsumieren kannst, wird von maximalen Toxitätslevel rechts auf dem Bildschirm begrenzt. Ah ja. Okay, dann müssen wir in den markierten Kreis, wenn wir bereit sind. Ja, schon ein relativ ausführliches Tutorial. Aber dafür sind sie auch da. Aha. Okay. Inventar. Wir haben
Ein paar Wurfmesser, wir haben Bomben. Wir haben Fallen. Feuerbrunst. Ja, passt perfekt. Dann können wir unseren Schnellzugriff zudecken. Aufwertung des Schwertes. Könnte es einfach draufziehen. Okay. Schwalbe. Achso, Tank erhöht Vitalitätsregeneration, erhöht die Energie beträchtlich, reduziert Vitalität und Chance auf kritische Effekte. Dann nehmen wir mal Schwalbe. Achso, kann ich einfach so einnehmen. Achso, Tränke können nur beim Meditieren angenommen werden. Ach so, okay. Also, meditieren. Tränke. Dann müssen wir den mal über dieses Menü hier einnehmen. Genau, also der hier, der Mariborwald, der hat wesentlich mehr negative Effekte. Und Schwalbe kennen wir ja schon. So. Okay. Ich könnte ja auch mehrere einnehmen. Ja, aber ich denke, damit sind wir ganz gut. So, trinken. Ah ja, okay, hier könnten wir das Tutorial sogar jederzeit beenden, wie ich sehe. Okay, verlassen. Ich muss mich doch noch an die neuen Elemente hier gewöhnen oder dann an die neue Oberfläche. Wir sehen mal. Los geht's. Okay. Da haben wir einen Gegner. Sehr schön. Oh, das hat gesessen. Okay. Wen haben wir jetzt? Okay, Moment. So kann ich angreifen. Genau. Igni haben wir wieder ausgewählt. Und blocken kann ich so, ja. So kann ich kontern. Ja, so kann man das auch machen. Der hier hat noch ein Schild. Der wird also auch blocken. Ja, das war suboptimal. Moment, ich will nochmal kontern. Sehr schön. Oh, der hat gesessen. Oh, ausweichen, ausweichen. Okay, aber das können wir uns jetzt eigentlich zu Nutzen machen. Ich muss mal kurz ausweichen. Und zwar, das war doch Axi, oder? Genau. Dann hilft er uns. Dann können wir uns mal um ihn hier, um den guten Herbert kümmern. Genau. Oh. Komm schon. Den haben wir. Und ich bin tot. Okay, du hast das Tutorial abgeschlossen. Empfohlener Schwierigkeitsgrad. Danke. Vielen Dank. Okay, individuelle Auswahl. So, machen wir mal. Einfach, normal, schwierig, dunkel, wahnsinnig. Danke, dass mir einfach empfohlen. Wir spielen natürlich auf normal. Ich glaube, wir können das auch während dem Spielverlauf ändern, aber mit normal bin ich eigentlich immer gut zurechtgekommen. Tja, und dann wünsche ich viel Spaß bei The Witcher 2. Wahrlich, nichts ist widerlicher auf Erden als jene Monster, welche da Hexer geheißen. Sind sie doch Früchte der verruchesten, zauberischen Teufeleien, Kreaturen ohne Anstand, Gewissen oder Skrupel, Höllenbrut geschaffen allein, um zu töten. Anonymous, das Monstrum, eine Beschreibung von Hexern. Sechs Jahre sind vergangen, seit die vereinten nördlichen Königreiche bei Brenner Nilfgaards Armeen schlugen.
Hunger und Krankheiten plagen den Norden. Anderlinge leben in Ghettos. Immer mehr flüchten in die Wälder und schließen sich den Skoyatel an. In Temerien wird ein heimtückischer Anschlag auf König Foltes verübt. Der Monsterjäger Geralt von Riva tötet den Attentäter. Ein Monat vergeht. Foltes' Armee siegt am Ponta und beendet damit den Bürgerkrieg. Allerdings wird Foltes für diesen Triumph einen hohen Preis zahlen müssen. Temerien im Jahre 1271. Oder 1271. Drei Tage nach der Schlacht im Kerker. Los, ihr Sechsen. Kommt zu Papi. Kacke. 20 Urins für den Opa. Guck mal, er ist aufgewacht. Du Irrer, geh da nicht rein. Ach, Klappe, der ist doch gefesselt. Er tut schon nichts. Oder, Meister Geralt? Mistkerl. Würfel nochmal. Wieso? Die Würfel haben sich nicht bewegt. Ach, ich bescheiße. Nimm das zurück. Guck, er ist aufgewacht. Monsterjäger. Man sehe und staune. Ein gewöhnlicher Drecksack. Es heißt, Hexer hätte man als Waisen in Hinterhöfen eingesammelt. Und dann mit ihnen rumexperimentiert. Und zur Sonnenwende treiben sie es mit den Hexen. Darum auch dieser teuflische Blick? Genug. Losbinden und ins Vernehmungszimmer bringen. Dachte, du wärst tot. Ich bin nicht so leicht zu töten. Man hat uns noch nicht vorgestellt. Vernon Roche. Und damit willkommen im Prolog. Ich würde dir gerne die Hand reichen, aber die Handschellen. Ach ja, oder gleich mal etwas vulgärer. Ich würde sagen, wir spielen mal den. Naja, den Galanten, den adretten Geralt. Leider kann ich dir nicht die Hand reichen. Immer höflich. Wie dumm von mir. Wes! Mach ihn los. Geralt von Riva. Stellst du uns vor? Nicht nötig. Bring was zu trinken. Wir wollen hierher nicht vertrocknen. Erzähl mir alles, die ganze Erstürmung, was in der Einsiedelei passiert ist. Und wenn ich mich weigere? Dann klopfe ich dich weich. Ich mache meine Arbeit schon lange und bin sehr gut darin. Du als Hexer verträgst ja einiges. Verlass dich drauf. Im Zweifel landest du eben wieder in der Zelle. Und morgen?
kastrieren sie dich öffentlich, häuten dich und knüpfen dich auf. So einfach? Weswegen denn? Für Temerien. Zu viel der Ehre. Wo darf ich anfangen? Es war ein langer Tag. Erzähl mir das Wichtigste. Und wir werden hier direkt in das Spiel geworfen. Der König hat mich heute Morgen zu sich rufen lassen, der Beginn der Erstürmung. Wir haben uns beim Tempel getrennt. Und natürlich lautet die Frage, was genau passiert ist. Wir wissen es selbst nicht genau. Dass das klar ist. Ich war der Letzte, der diese Schlacht wollte. Aber zu Volltest sagt man nicht nein.